Der FC Ingolstadt ist abgestiegen aus der Fußball-Bundesliga. Der FSV Mainz 05 hat den Klassenerhalt geschafft. Und ja, um den Relegationsplatz, da gibt es ein echtes Endspiel zwischen dem Hamburger Sportverein und dem VfL Wolfsburg. Also in der Bundesliga auf dieser Zielgeraden. Das wird alles wirklich zu einem Nervendrama. Und damit einen schönen guten Abend zu Kicker TV, der Talk Ihnen zu Hause. Und einen schönen guten Abend Ihnen hier im Studio. Vielen Dank. Danke für den Empfang. Schalke ist auch ein Thema bei uns in der Sendung. Und es gab ja mal die Eurofighter. Vor 20 Jahren haben sie den UEFA-Pokal gewonnen. Und was war das für eine Mannschaft mit so viel Mentalität ausgestattet? Und apropos Mentalität, was ist eigentlich davon übrig geblieben heutzutage? Was können Profis von damals, von den Eurofightern mitnehmen? Was ist vielleicht besser geworden, was ist schlechter geworden? Darüber wollen wir heute aussprechen mit unseren folgenden Gästen. Martin Max. Als Kind fuhr er mit dem Fahrrad ins Parkstadion, um die Spiele seiner Schalker zu sehen. Jahre später wurde er Torjäger und Europapokalsieger mit den Königsblauen. In seiner Zeit wurde er zweimal Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga. Christoph Metzelder. Er spielte 47 Mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft und wurde mit Borussia Dortmund deutscher Meister, mit Schalke Pokalsieger und mit Real Madrid spanischer Champion. Heute ist er Mitinhaber der Vermarktungsagentur Jung4Matt Sports. Toni Leto, der Kicker-Redakteur, meint, die Schalker müssen nach einer verkorksten Saison aufpassen, nicht im Mittelmaß zu versinken, und stellt die Frage, wie viel hat Weinziels Team heute noch mit den Eurofightern von damals gemeinsam? Stefan Schnorr, er weiß, wie Abstiegskampf funktioniert, konnte den Gang in die zweite Liga aber immer verhindern, und er spielte für den HSV und den VfL Wolfsburg. Für ihn spielt im Abstiegskampf insbesondere Charakter und die Mentalität einer Mannschaft die entscheidende Rolle. Schönen guten Abend, freue mich sehr. Wollen wir mit diesem echten Endspiel beginnen, mit dem Hamburger Sportverein gegen den VfL Wolfsburg. Stefan Markus Gisdol hat ja sehr viel versucht beim HSV. Kurzzeittrainingslager, jetzt hat er noch 5 Tage Zeit, um die Mannschaft auf den VfL einzustellen. Er hat Spieler suspendiert, er hat mitunter auch mal schlechte Leistungen schön geredet. Was kann er jetzt noch tun? Einfach nur das Spiel gewinnen, die richtigen Leute aufstellen am Samstag. Nein, ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, dass man jetzt ab morgen, sie haben heute trainingsfrei, ab morgen wirklich anfängt, komplett fokussiert ist und einfach weiß, dass du dieses Spiel gewinnen musst. Mit dieser Einstellung musst du aber auch jetzt schon trainieren. Dafür musst du sorgen, durch deine Trainingsinhalte als Trainer. Und da heißt es ab morgen wirklich Gas geben, auch das Training so aufzubauen und dann zu sehen, dass man am Samstag die richtigen Elf, die richtige Taktik hat, die dann in der Lage sind, dieses Spiel zu gewinnen. Christoph, wenn man sich so eine Trainingswoche jetzt mal so vorstellt, jeder Spieler weiß, worauf es ankommt. Geht es wieder in die Relegation oder schafft man den direkten Klassenerhalt? Das eine gilt für den HSV, wenn ich sage wieder, der VfL Wolfsburg könnte da wieder reinkommen. Wie geht man so eine Trainingswoche an? Also was gibt es da so ein Mittel, die Spannung wieder voranzutreiben, Nerven zu beruhigen, ein bisschen Angst zu nehmen? Oder ist das wirklich eine individuelle Geschichte? Ich glaube, es geht immer um Anspannung und Entspannung. Und es ist natürlich schon wichtig, rechtzeitig hochzufahren. Das wird kein Problem sein, weil natürlich die Spieler auch wissen am Samstag, was auf sie zukommt. Aber in den Tagen davor möglichst ruhig auch arbeiten zu können. Und ich finde, das Wichtigste beim HSV wird es sein, die Stimmung zu drehen. Denn eigentlich haben sie ja die Riesenchance, in einem Endspiel zu Hause den VfL Wolfsburg dorthin zu ziehen, wo sie selber noch stehen. Also man hat so momentan das Gefühl, die Wolfsburger fahren dahin und sagen, eigentlich ist es eine Riesenchance für uns. Aus meiner Sicht ist es genau andersrum. Der HSV hat eine Riesenchance, in einem Heimspiel sich zu retten und die Wolfsburger mit runterzuziehen. Und sie müssen die Stimmung drehen. Aber auch schon Druck, ne? Wenn du gerade vor der eigenen Kulisse spielst, das ist manchmal auch nicht gerade einfach. Ne? Ja, aber sagen wir mal so, wir in Hamburg sind ja relativ viel Leid gewohnt und mussten viel Leid ertragen in den letzten Jahren. Und dafür ist dieses Publikum im Volksparkstadion einfach sensationell. Und sie wissen ganz genau, was auf sie zukommt, dass sie einen ganz, ganz großen Anteil daran haben, wenn der HSV dieses Relegationsspiel umgehen kann. Und dementsprechend wird das Publikum auch hinter dem HSV stehen. Wir wollen mal, liebe Zuschauer, auf eben genau diese
Tabellenregion gucken, um die es wirklich geht am kommenden Samstag, am letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir dürfen den FC Augsburg nicht vergessen. Der ist eben auch noch nicht sämtliche Sorgen los. Punktgleich stehen sie da eben mit dem VfL Wolfsburg. Es könnte sogar in den dramatischen Fällen, die eintreten können, einen Direktvergleich geben zwischen dem FCA und dem VfL Wolfsburg, wenn die Konstellationen letztendlich passen. Augsburg in einem schwierigen Auswärtsspiel in Hoffenheim. Die wollen noch direkt in die Champions League. Also wir sehen, wie knapp das dazugeht. Martin, Wolfsburg reicht eben ein Unentschieden. Ist das, ja, wie soll man sagen, wirklich ein Vorteil für den VfL? Es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich meine, mir tut es ein bisschen leid für den FCA. Ich bin natürlich auch ein bisschen befangen. Ja, sie hätten eigentlich schon den Nicht-Abstieg klar machen können jetzt am Wochenende. Haben eigentlich das schwerste Restprogramm gehabt. Weil ihr Sohn spielt beim FC Augsburg. Genau, ja, richtig. Philipp, ja. Also die haben eigentlich das schwerste Restprogramm gehabt. Wir haben trotzdem gepunktet. Ja, also was ich auch so mitbekomme, ist der Zusammenhalt unheimlich gut in der Truppe. Und ich traue ihnen durchaus zu, dass sie auch in Hoffenheim einen Punkt machen können. Beim HSV sehe ich es eigentlich ähnlich wie der Stefan auch. Ich denke, das ist eine reine mentale Geschichte in so entscheidenden Spielen. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil für den HSV, weil das... Die müssen nach vorne spielen, ich weiß ganz genau vom Spiel, ich muss Tore machen, ich muss offensiv spielen und der VfL Wolfsburg hat eigentlich eher was zu verlieren. Und das ist eine reine mentale Geschichte, ja, die dann auf dem Platz entschieden wird. Wer schafft es dann eben, die Relegation zu vermeiden? Der HSV und der VfL Wolfsburg auf der Suche nach ihren Stärken. David Beyer und Frank-Thomas Sippel. Der Spielplaner der Bundesliga, ein weiser Mann. Der Showdown um den verhassten Relegationsplatz am allerletzten Spieltag, ein Geniestreich. Hamburg gegen Wolfsburg, die Ausgangslage für beide ganz einfach. Ein Sieg und die Klasse ist gehalten. Statt im internationalen Geschäft steht der VfL in seiner 20. Bundesliga-Saison vor dem Absturz. Das hat man sich irgendwie anders vorgestellt. Und trotzdem, ein Unentschieden reicht. Immerhin ist man noch 2 Punkte vor dem HSV. Und der muss gewinnen. Der Druck ist groß in Hamburg. Aber für den HSV ist das eben keine ganz unbekannte Situation. Die Relegations- und Endspielerprobten Hanseaten haben zudem einen Relegations-Endspielerprobten Trainer. Vorteil HSV. Aber Wolfsburg hat Gomez. Wolfsburg ist Gomez. Knapp die Hälfte aller VfL-Tore gehen auf sein Konto. Er ist die personifizierte Lebensversicherung. Um ihn wird man sich in Hamburg kümmern müssen. Vorteil Wolfsburg. In Hamburg heißt es aus Tradition Abstiegskampf. Immerhin hat man es im letzten Spiel der regulären Saison noch in der eigenen Hand. Und man spielt im eigenen Stadion vor den eigenen Fans. Das war bis auf Darmstadt in den letzten Wochen ein klarer Vorteil für den HSV. 13 Monate ist es her, da hat Wolfsburg noch gegen Real Madrid in der Champions League gespielt. Und jetzt geht's um die zweite Liga. Der VfL 2017, gescheitert am eigenen Anspruch. Do or die, in Hamburg nichts Neues. Der HSV ist stark in der Liga-Nachspielzeit. Immer erste Liga, immer Glück, das ist eben auch eine Qualität, sagt man. Es wäre die dritte Relegation in 4 Jahren. Die Hamburger könnten sagen, gut, dass es die Relegation gibt, wenn man diese Statistik sich mal immer wieder vergegenwärtigt. Stefan, Markus Gisdol, wir haben das gerade im Beitrag gehört, ist relegationserfahren, eben mit der TSG 1899 Hoffenheim. Tatsächlich ein Vorteil? Nochmal, was heißt, ob das ein Vorteil ist oder nicht? Ich glaube, auch ein Markus Gisdol muss sich hinterfragen, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist unter seiner Führung beim HSV, ob er immer so die richtigen Entscheidungen getroffen hat, das muss man einfach auch mal kritisch hinterfragen dürfen. Und von daher ist es einfach ganz wichtig, und nochmal, das habe ich vorhin schon gesagt, dass er jetzt für Samstag die 11 auf den Platz steckt, die anfangen, die wissen, worum es geht und die damit auch vom Kopf her klarkommen. Der Situation ist nicht jeder Spieler gewachsen. Jeder, wie hier auch im Studio, ist irgendwo unterschiedlich. Der eine kommt damit besser klar, der andere hat mehr Probleme damit. So, und das musst du halt rausfinden in Gesprächen. Wie trainieren die Jungs? Nehmen sie sich zurück? Sparen sich Kräfte? Oder geben sie jetzt ab morgen schon Vollgas im Training? Und das kann nur er entscheiden. Mhm. Welche Entscheidungen vom Trainer, wenn du sagst, die muss man kritisch beleuchten, fallen dir da am ehesten ein?
Ich glaube, für uns als Spieler, wir haben das immer selber mitbekommen. Wenn du als Trainer eine Taktik vorgibst, wie jetzt meinetwegen gegen Mainz, sagst, komm, wir spielen mit langen Bällen und wir gehen auf den zweiten Ball. Das ist ja ein probates Mittel, wenn du eh spielerisch ein bisschen limitiert bist. Nur, da muss ich vorne in der zentralen Spitze jemanden haben, der auch ein Kopfball-Duell gewinnt und nicht Bobby Wood, der bei allem Respekt 1,55 Meter oder 1,60 Meter ist, der jetzt nicht unbedingt ein Kopfball-Duell gegen Christoph gewinnen würde, weil der 25 cm größer ist, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Und dann schießt du in 90 Minuten halt nicht unbedingt aufs Tor. Und das war das Problem gegen Mainz. Und solche Sachen, die dürfen halt nicht vorkommen. Du musst halt auch während des Spiels einfach mal schneller eingreifen, indem du mal umstellst oder auswechselst, einwechselst, wie auch immer. Wenn das alles nicht passiert, dann hast du halt über einen längeren Zeitraum gewisse Spiele. Andererseits war ja das der Schlüssel jetzt gerade auf Schalke, wo er am Ende dann umgestellt hat, Holpi die Position verändert hat, dann Gregoritsch, glaube ich, in die Mitte, vorne mit dem Doppelsturm. Das hat es am Ende ja dann auch gebracht. Das hat es am Ende gebracht, nur ein Gregoritsch ist von Haus aus ein Stürmer. Das ist, der hat seine besten Spiele gemacht beim HSV, als Bobby Wood verletzt war in der zentralen Stürmerposition vorne, hat die meisten Tore gemacht. Kaum war Bobby Wood wieder zurück, musste ein Gregoritsch auf die Außen. Ja, das ist ungefähr so, als wenn ich rechts außen gespielt hätte mit meinem super starken rechten Fuß. Das hat auch nicht geklappt. Also von daher, ich muss, wenn ich ein Trainer einer Mannschaft bin, wie beim HSV, das ein relativ zerbrechliches Gebilde ist, da muss ich in der Lage sein, Woche für Woche das Optimale aus dieser Mannschaft rauszuholen, indem ich den Spielern das möglichst einfach mache, ihnen keine Alibis gebe und sie auf die richtigen Positionen stelle. Nicht, weil der eine jetzt mal vor 4 Monaten 3 Tore gemacht hat, hat er jetzt ein Anrecht, auf einer falschen Position zu spielen. Und das ist einfach mit im Moment das Problem, was der HSV hat. Und da muss man halt für die Zukunft, sobald man die erste Liga gesichert hat, ganz, ganz schnell was ändern und Antworten finden. Sie hatten schon eingeatmet. Ja, nein, die Relegation ist natürlich eine Drucksituation, die extrem ist. Aber sie kann eben auch eine Extrachance sein. Und das war zum Beispiel 1899 Hoffenheim, die waren tot. Dann kam Gisdol und das war die Extrachance, die sie genutzt haben, aus einer positiven Grundstimmung heraus. Und auch im letzten Jahr Frankfurt, bevor Niko Kovac kam, waren sie auch tot. Es war auch diese berühmte Extrachance. Und das wäre es für den HSV und auch für Wolfsburg nicht, und das macht es, glaube ich, etwas schwieriger, so einen Spieler noch mal anzugehen, wenn das Risiko, so viel zu verlieren, einfach deutlich größer ist als die Chance, eine Saison noch zu retten. Mhm. Die beiden Mannschaften, der HSV und der VfL Wolfsburg, 2 sehr teure Kader, da spielen ja nicht so die schlechtesten Spieler im Übrigen, haben trotzdem eine Saison hingelegt, die grundenttäuschend ist für beide. Wer hat sie noch mehr enttäuscht? Naja, der VfL Wolfsburg ist eine Mannschaft, die von der Fantasie gelebt hat, international zu spielen und eigentlich von der Fantasie, in der Champions League zu spielen. Also Julian Draxler ist da nur hingewechselt, weil sie Champions League gespielt haben. Und als das wegbrach, also diese gemeinsame Klammer Champions League, ist diese Mannschaft in ihre Einzelteile geflogen. Das muss man so deutlich sagen. Das eine passt zum anderen nicht. Sie haben nicht die nötige Mentalität eben für Abstiegskampf. Und das kriegen sie zu spüren, das kriegen sie auch am Samstag zu spüren. Und deswegen glaube ich eher, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, dass der HSV für dieses Spiel besser gerüstet ist als Wolfsburg. Mhm. Es gibt ein Zitat von Ede Geier. Grundlage ist natürlich diese horrende und eine verrückte Statistik des HSV. Zum dritten Mal in 4 Jahren könnte es eben in die Relegation gehen. Und Ede Geier sagt, die Hamburger waren vor vielen Jahren mal meine Lieblingsmannschaft. Aber diesmal wünsche ich ihnen den Abstieg, weil sie schon vor 2 Jahren in der Relegation nur durch viel Glück und eine fragwürdige Schiedsrichterentscheidung drin geblieben sind. Er spielt auf das Spiel gegen den Karlsruher SC an. Freistoß kurz vor Ende, der möglicherweise keiner war. Martin, können Sie diese Haltung von Ede Geier nachvollziehen? Ja, ein wenig schon. Weil, wie gesagt, wenn man andauernd jetzt über Jahre schon da unten rumkrebst, ja, eigentlich hat der HSV alles. Ja, tolle Stadt, überragendes Stadion, tolle Fans, aber irgendwie geht es da nicht vorwärts vom Gefühl her. Und vielleicht wird man auch so ein bisschen müde, wo man sagt, vielleicht ist es besser für die, wenn die auch mal absteigen würden, dann kannst du dich vielleicht noch mal neu sortieren. Christoph hat schade, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht Angestellter des HSV war. Dem Herrn Geier hätte ich gerne geantwortet, muss ich sagen. Also, was denn? Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand vom HSV mal Herrn Geier zu seiner aktiven Zeit den Abstieg gewünscht hat. Das macht man nicht. Man wünscht keinem den Abstieg. Wenn eine Mannschaft abgestiegen ist, dann gibt es dafür Gründe. Dann hat die Mannschaft das verdient oder der Verein hat das verdient. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich wünsche dem und dem den Abstieg, also nochmal,
Ich wäre gerne Angestellter des HSV zu dem Zeitpunkt gewesen. Da hätte ich Herrn Geier auch das eine oder andere gewünscht. Aber es ist sicherlich ein Unterschied, ob man sagt, ich wünsche dem Verein den Abstieg. Oder so wie du es eben auch formuliert hast, vielleicht wäre es mal besser für die. Das ist ein Unterschied. Vielleicht Na, hat es ist auch ja nicht besser, wenn jemand absteigt. Das ist ja nicht besser für den Verein. Egal, ob es jetzt für Ingolstadt oder für Augsburg, Wolfsburg oder sonst irgendwas. Es ist ja nicht besser, in die zweite Liga abzusteigen. Aber beim HSV ist ja oft dieses Argument, dass man sagt, vielleicht wäre es mal besser für die, damit die, so wie du es gerade gesagt hast, einfach auch noch mal alles auf Null stellen können. Das ist, glaube ich, oft das Argument, was beim HSV kommt. Ja, aber du stellst ja nichts auf Null, wenn du in die zweite Liga runtergehst. Nein. Du gehst auf das minus 10 runter. Also genau, deswegen kann man darüber streiten, ob es denn tatsächlich so sinnvoll ist, wenn man sagt, es wäre vielleicht mal besser für die, dann würden sie vielleicht alles mal ein bisschen bereinigen. Aber die Meinung ist, glaube ich, ein bisschen verbreiteter als dieses, die hätten es mal verdient und ich würde es denen wünschen. Wir haben ja das Beispiel mit VfB Stuttgart ja auch. Ja. Also die haben inzwischen auch wieder eine tolle Mannschaft, wie ich finde, eine gute junge Mannschaft und die spielen auch schönen Fußball. Ja, und werden jetzt auch wieder aufsteigen in die erste Bundesliga und haben sicherlich dann auch andere Möglichkeiten. Aber du musst deine Budgets so runterschrauben, dass du Jahre verlierst. Und wir haben ja in diesem Jahr eigentlich die Luxussituation, bei allem Respekt auch vor Darmstadt und Ingolstadt, was sie geleistet haben. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, war am Anfang der Saison klar, wir haben eigentlich zwei natürliche Absteiger. So im nächsten Jahr, wenn Hannover und Stuttgart hochgehen, dann wird das ein Hauen und Stechen im nächsten Jahr. Und ein Verein wie der Hamburger SV muss endlich mal realisieren, dass sie im unteren Tabellendrittel zu Hause sind. Und sollten nächstes Jahr eben mit Stuttgart und Hannover zwei solche Kaliber aufsteigen, bin ich mir überhaupt nicht sicher, wer nächstes Jahr direkt runtergeht. Man muss eins dazu sagen, gerade wenn man über Budget ausspricht, der VfL Wolfsburg bei Abstieg bekäme man 40 Millionen Euro weniger TV-Annahmen, beim HSV 18 Millionen. Das ist ja schon mal ein Batzen Geld, das du irgendwann wieder reinholen musst. Aber hat es der HSV oder hat es der VfL Wolfsburg jetzt immer noch nicht kapiert, dass sie im Abstiegskampf dann tatsächlich stecken? Ja, das ist ja immer eine abstrakte Vorstellung, vor allen Dingen für Fußballer, die eigentlich in diesen Regionen nie zu Hause sind. Also es gibt Vereine, wie auch der FC Augsburg, die wissen von Anfang an, was die Uhr geschlagen hat. Und wenn du in anderen Regionen gedanklich zu Hause bist, dann verdrängst du das so weit, bis jetzt am Samstag angepfiffen wird und du weißt, oh Mist, jetzt kannst du mich wirklich erwischen. Und das ist so ein bisschen das, was ich beim HSV nicht verstehe. In Frankfurt haben wir es gesehen, so eine Relegation, so eine überraschende Relegation ist meist so ein Erweckungserlebnis für einen Verein. Danach pendeln sie sich normalerweise auf ein Niveau ein, auf das sie gehören. Aber dreimal möglicherweise in 4 Jahren zeigt, dass das alle miteinander nicht begriffen haben, was die Situation des HSV ist. Nee, aber das muss ich ja. Aber das sind ja auch Sachen, die ich dementsprechend als Verantwortlicher des HSV auch vorleben muss. Ich muss den Spielern das ja vermitteln und erklären. Nur wenn ich Offizielle habe, die nach einem Spiel in Augsburg, was ich auch gesehen habe, wo dein Sohn übrigens eine sensationelle Leistung abgeliefert hat, schade nur gegen den HSV, dass ich dann Verantwortliche oder auch einen Spieler hinstellt und ein Interview gibt nach dem Spiel und sagt, ja, also das war klar, dass das jetzt mal passiert, weil diese Aufholjagd seit Januar, die hat so viel Kraft, auch mentale Kraft gekostet. Ja, Junge, dann bist du fehl im Platz. Und jetzt kommt ein weiterer Verantwortlicher des HSV, der genau das gleiche Interview noch mal sagt. Dann kann das Ganze nicht funktionieren. Ne? Du musst ab einem gewissen Punkt, musst du deine Spieler einfach in die Pflicht nehmen und sagen, pass auf, Junge, jetzt geht es ums Überleben. Es geht um den Abschiedskampf, es geht um den HSV, es geht um Arbeitsplätze. Wer damit nicht klarkommt, wer kaputt ist, müde, der soll sich melden, der kann jetzt in Urlaub gehen. Dann spielen wir mit Leuten aus der U23. Verlieren ist genau das Gleiche. Nur die Jungs geben vielleicht noch mehr Gas. Aber würde sich da jemand melden? Würde jemand sagen, Trainer, ich glaube, ich fühle mich dem Ganzen nicht gewachsen? Also ich als Trainer oder Verantwortlicher eines Vereins, wenn ich einen Spieler habe, der nach dem Spiel sagt, boah, also die Aufholjagd in den letzten Wochen, die hat jetzt so viel Kraft gekostet vom Kopf her und auch von den Beinen her und sowas. Also das ist schon mal normal, dass wir so ein Spiel abliefern in Augsburg. Nein, kannst sofort in Urlaub gehen. Sofort. Ja, brauche ich nicht. Das ist einfach. Das hilft mir nicht weiter. Es geht darum, es geht ums Überleben und das hilft mir in diesem Moment nicht weiter. Wenn er sich hinstellt und sagt, weißt du was, wir haben heute absoluten Mist gespielt. Normalerweise müssten wir nach Hamburg und müssten noch zweimal trainieren, weil wir nicht geschwitzt haben. Dann sage ich, okay, dann hast du es verstanden. Aber das als Alibi zu nehmen, das funktioniert nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht, weil der HSV ist jetzt auch kein Verein, der jetzt alle 3 Tage antreten muss. Ne? Das ist ja, die haben normalen Wochenrhythmus. So sieht's aus. Du hast keine Dreifachbelastung oder sonst irgendwas. Ja. Du trainierst, die haben montags immer frei, fangen dienstags morgens an. Hallo? Also bitte, das ist deren Job. Ne? Natürlich ist das nicht angenehm, wenn du in einer Stadt wie Hamburg lebst, wo ich weiß nicht wie viele Tageszeitungen, Radiosender, Fernsehsender jeden Tag darüber berichten und jeden Tag erzählen, was für ein Blinder du bist. Natürlich merkst du das irgendwann. Ja? Nur, A, sehe ich das an den Ergebnissen, B, ich sehe das an dem Tabellenplatz
Und ich weiß doch, worauf ich mich einlasse. Wenn ich in eine Stadt wie Hamburg komme, in eine Medienstadt, wo der Druck auch dementsprechend ist und wo alle davon erzählen, Tradition und die Uhr, die läuft schon seit Anbeginn und sowas, dann muss ich mich darauf einstellen. Und wenn ich das nicht hinbekomme, dann bin ich fehl am Platz. Dann muss ich zu einem anderen Verein gehen. Es ist also natürlich eine Charakterfrage, gar keine andere Frage lässt es zu. Christoph hat eben über den VfL Wolfsburg schon so ein bisschen Mentalitätsprobleme auch anklingen lassen. Martin, über die Eurofighter damals vor 20 Jahren wurde gesagt, das war eine Mannschaft mit unglaublicher Mentalität. Ich finde immer, es ist sehr schwierig für einen Otto-Normalverbraucher, das so nachzuvollziehen. Was bedeutet denn Mentalität? Also was brauchst du denn dann auf dem Platz? Wie sieht die aus? Also ich glaube, dass Rudi Assauer und Hüb Stevens, Jörg Berger dürfen wir auch nicht vergessen, die diese Mannschaft damals aufgebaut haben, die haben schon extrem darauf geachtet, dass die Leute natürlich mit Charakter holen, natürlich mit Stallgeruch auch. Ja, wir waren alle Jungs, die aus der Ecke auch kamen oder viele, wurden dann mit holländischen, mit belgischen Spielern auch noch ergänzt, die auch perfekt gepasst haben, wenn ich nur an Marc Wilmots denke. Ja, das war ein Kampfschwein, nicht umsonst hat so er so auch genannt, Spitznamen. Genau. Mhm. Hat genau gepasst und da haben die schon sehr drauf geachtet und sonst wäre damals so ein Erfolg auch nicht möglich gewesen. Das heißt, wenn Sie jetzt über den HSV sprechen und nachdenken und über den VfL Wolfsburg, was müssen die Spieler denn zeigen am Samstag, also in Richtung Mentalität? Naja, also ich kann natürlich über unseren Verein, über Schalke sprechen, das, was unsere Fans ja auch verlangen, ja, von den Spielern. Das ist nun mal Kampf und Leidenschaft. Vielleicht steht als Sinnbild ja, die Eurofighter dafür, was die Leute ja auch noch im Kopf haben. Dass sie das halt immer wieder von den Spielern verlangen. Auf der anderen Seite sage ich auch, das sind eigentlich Grundvoraussetzungen, die ich, egal wo ich spiele, die muss ich eigentlich immer bringen. Oder Laufen und Kämpfen kann jeder. Oder vielleicht, Christoph, weil ja auch viele Spieler gab beim VfL Wolfsburg da sind, die sich was anderes vorgestellt haben, ist auch, glaube ich, nicht so einfach. Naja, okay, das müssen wir halt irgendwie versuchen, diese Relegation zu vermeiden, in der Klasse drin zu bleiben. Aber vielleicht steht ja auch ein Wechsel bevor dann im Sommer, weil man dann international ein Spiel möchte. Heißt, dass es vielleicht auch eine fehlende Identifikation zum Verein gibt? Ganz bestimmt. Natürlich wissen viele Spieler auch um ihre Position und wissen, dass egal, was mit dem Verein passiert, die Zukunft für sie wo auch immer weitergeht. So, und Fußball ist eben nicht nur die Summe der einzelnen Qualitäten zusammengezählt, sondern Mentalität bedeutet ja, jedes Mal an sein Leistungsoptimum ranzukommen. Das hat was mit Bereitschaft zu tun und auch unter dem Druck in einem Stadion am Wochenende zu performen. Und bei den Eurofightern würde ich sagen, die haben sogar über ihrem Leistungsniveau gespielt, aufgrund ihrer Mentalität. Und es gibt eben viele Mannschaften, die spielen darunter, weil sie eben jeder Einzelne nicht die Bereitschaft, nicht die Konzentration, nicht den Fokus zeigen, alles abzurufen, bevor sie dann irgendwann ihre grandiose Qualität auch ausspielen können. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie dieser Moment ist, wenn alles von alleine läuft. Das kommt manchmal und geht manchmal, ohne dass man das so wirklich fassen kann. Und wenn dieser Flow weg ist, dann muss ich mehr Bereitschaft zeigen, mehr Kampf zeigen, mehr Laufbereitschaft zeigen, um da wieder reinzukommen. Der ist auf jeden Fall zeigt beim VfL Wolfsburg, ist Mario Gomez. Das muss man ja ganz klar mal so sagen, was der für eine Torquote hat unter Jonker. Wir reden also ab dem 23. Spieltag. 10 von 13 Treffern durch Mario Gomez. Das ist, wir haben es auch im Beitrag gehört, die personifizierte Lebensversicherung, wie es heutzutage immer so schön heißt. Das heißt also über 75% aller Tore von Mario Gomez geschossen. Der HSV sollte Mario, für Mario Gomez, erstmal den Applaus. Stefan, wie nimmt man Mario Gomez aus dem Spiel? Sollte der HSV Mario Gomez erstmal aus dem Spiel nehmen und dann die Frage wie? Naja, erstmal muss der HSV versuchen, dem VfL Wolfsburg das Spiel aufzuzwängen. Dass Mario dementsprechend auch mit nach hinten arbeiten muss, vielleicht das eine oder andere Mal einen Lauf mehr machen muss, um vielleicht nach vorne nicht mehr so viel Kraft zu haben. Nur du musst einfach wissen beim HSV, dass sobald Mario Gomez im 16er ist oder 2 Meter davor, da wird es brandgefährlich und da muss immer ein oder zwei ihn dementsprechend im Auge haben. Hast du das nicht, kannst du die Anzeigentafel umstellen. Oder ausmachen. Ja. Dafür haben sie aber auch 2 Innenverteidiger, oder? Ja, die ja, sich um ihn kümmern. Ja, also ja, natürlich. Jetzt extra für einen abzustellen, also ich glaube, die Zeiten mit Manndeckung sind vorbei. Ja, stimmt. Sie haben übrigens selbst mal so einen Fall erlebt. Ne? Letzter Spieltag mit dem VfL Wolfsburg, Kapitän damals. Ja. Gegen Lautern. Gegen Kaiserslautern, ja. Was ging da so in der Kabine vor? Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, was da so abgeht so vor so einem Spiel. Die Woche vorher war schon sehr, sehr interessant. Es ging einfach darum, wir mussten zu Hause gegen Kaiserslautern spielen. Gewinnt Kaiserslautern bei uns, bleiben Sie in der ersten Liga, spielen wir unentschieden oder gewinnen wir, bleiben wir in der ersten Liga. So, und die Woche davor, es ging eigentlich relativ entspannt los montags, muss man einfach sagen. Nur je dichter das zum Spiel kam, desto
war schon nicht mehr so entspannt, das muss man einfach sagen. Und der Tag, so die Busfahrt zum Stadion, es war nicht angenehm. Also das muss man einfach sagen. Der Druck war schon extrem groß. So nach 45 Minuten stand es 1-0 für Kaiserslautern. Das war eine total Druck tolle Halbzeit weniger, dann. Ja. Ja. Mhm. Das war also wirklich, muss ich sagen, interessant. Und, aber wir hatten dann das große Glück, dass unser Trainer gesagt hat, pass auf, halte das Tempo weiter hoch. Ab der 60., 65. Minute wird Kaiserslautern einbrechen. Und so war das dann auch. Und wir haben dann bis zur 90. oder 91. 2-1 geführt, haben dann in der 92. das 2-2 bekommen und dann war auch sofort Schluss. Wer war damals Trainer? Klaus Augenthaler. Okay. So viel dazu, zu der emotionalen Geschichte von Stefan Schnorr. Glückwunsch nochmal nachträglich zum Kasten. Also sagen wir mal so, ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es jetzt in den Köpfen dieser beiden Mannschaften der Spieler abgeht. Und ich glaube, keiner von uns möchte mit denen tauschen. Das mit Sicherheit nicht. Also das gehört dazu, zu dem Beruf, ja. Aber das ist schon nicht angenehm. Ja, 33 Spieltage hatten Sie ja bis dato Zeit, das auch anders aussehen zu lassen in der Fußball-Bundesliga. Wir wollen gleich noch über die Schalker Eurofighter sprechen. Mentalität fiel ja eben schon dieses Wort. Es war ein außergewöhnlicher Charakter dieser Mannschaft. Was davon übrig geblieben ist in der heutigen Schalker Mannschaft, darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause bei Kicker TV, der Talk. Zurück bei Kicker TV, der Talk, liebe Zuschauer. Nächste Woche Sonntag gibt es ein ganz großes Wiedersehen in der Arena auf Schalke, nämlich das Wiedersehen der Europapokalhelden von 1997, damals der Gewinn des UEFA-Pokals in Mailand. Eurosport wird im Übrigen diese Begegnung dann übertragen ab 18.15 Uhr. Was war das Besondere eigentlich dieser Eurofighter und was ist eigentlich auf Schalke heute davon noch hängen geblieben? David Beyer. Früher war alles besser. Oft zitiert, manchmal begründet, es grüßt der Fußballromantiker. 20 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals hat sich einiges geändert auf Schalke. Die Helden von einst, der Spirit von damals, die Eurofighter, ein Kapitel in den Schalker Geschichtsbüchern. Mit der Aktualität hat das nichts mehr zu tun. Weißt du, wir brauchen jetzt nicht von diesem Klischee reden, 11 Freunde müsst ihr sein, wenn ihr Spiele wollt gewinnen, aber es ging immer um Respekt. Ja? Es ging darum, dass man wusste, dass man aufeinander angewiesen ist. Ja? Und das war jetzt keine Zweckgemeinschaft, sondern das waren Jungs, die füreinander eingestanden haben. Und nicht nur die 11, die gezockt haben, sondern der gesamte Kader und auch die Staff, die um ihn herum war. Und heute? Kein internationales Geschäft, kein Erfolg, keine Identifikationsfiguren. Echte Typen, Mangelware und die welche werden könnten, werden den Verein wohl bald verlassen. Schalke verabschiedet sich von sich selbst, vom alten Schalke. Hat mit der Ära der Eurofighter heute weniger gemein als je zuvor. Früher war alles besser auf Schalke. Hört man ja nicht so ganz so selten. Ne? Früher war alles besser. Martin Max, der FC Schalke 04 hatte eine große Chance, auch Europa diese Saison zu erreichen, wenn dann nicht so eine fürchterlich inkonstante Saison gewesen wäre. Es gibt so den Vorwurf, der heutigen Schalker Mannschaft fehle es häufig auch an Leidenschaft. Stimmen Sie zu? Ja, also dem Bericht würde ich jetzt nicht ganz so zustimmen. Ich denke nicht, dass alles früher besser war. Also wenn ich anschaue, was der Verein, wie er sich entwickelt hat, weil man muss ja auch das Ganze drumherum sehen. Ja, mit neues, modernes Stadion inzwischen. Gut. Absolut, ja. Das Parkstadion wird jetzt auch noch ausgebaut zu einem neuen Trainingsgelände. Auch ein Jugendstadion ist geplant. Da haben wir das größte Gelände in Europa dann. Ja, aber das inzwischen. Ist natürlich infrastrukturell. Das heißt, lass uns über die Mannschaft reden. Ja, ich will ja mal ein bisschen weiter ausholen. Also die Voraussetzungen sind eigentlich gegeben. Das Stadion ist ja auch bald abbezahlt. Die sind auf jeden Fall gegeben. Was wir jetzt natürlich noch hinkriegen müssen, ist eben die Spielerei. Ja, mit der Mannschaft. Ist ja nicht so wichtig im Profifußball. Nein. Das ist schon klar. Aber wir sind natürlich auf dem Weg. Ja. Es gibt ja Gründe dafür, warum die Saison so verlaufen ist. Ja, es gab nun mal fast alles neu bei uns. Neuer Sportvorstand, neuer Trainer, viele neue Spieler. Ja, das dauert nun mal seine Zeit, bis sich das entwickelt. Und es ist vielleicht auch nicht förderlich dann, wenn du alle 3 Tage spielen musst, damit sich da etwas entwickeln kann. Ja, im Grunde bist du ja nur im Erholungsmodus.
Ja. Fällt schwer, gewisse Dinge einzustudieren, einzutrainieren. Wobei ich auch sagen muss, zum Schluss, ja, wo ich gesagt habe, die englischen Wochen fallen jetzt mal weg, da hätte ich mir natürlich schon mehr gewünscht, ja, dass die Mannschaft mehr bringt. Ich war mir eigentlich sicher nach dem Spiel in Leverkusen vor 3 Wochen, wo die Mannschaft super gespielt hat dort. Und eine Woche später ist wieder komplett alles weg. Da muss man sich natürlich schon hinterfragen, woran liegt's. Ja, und ich glaube, das können nur Leute beurteilen, die tagtäglich mit dieser Mannschaft zusammenarbeiten. Mhm. Ja, und ich gehe davon aus, dass Christian Heidel und Markus Weinzierl jetzt auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen werden. Und dann geht es nächstes Jahr weiter, mhm, mit einer neuen Mannschaft. Also ich finde, Schalke hat keine Spieler mehr, die den Unterschied ausmachen. Und das, ich sag mal, wenn man sich den Umsatz anguckt, wenn man sich das Personalbudget anguckt, dann ist das schon auch Top 5 in Deutschland. Und dafür sind zu wenig Spieler da, die Spiele entscheiden können. Das war ein Klaas-Jan Huntelaar sicherlich in seiner Hochphase. Das ist ein Guido Burgstaller eigentlich völlig überraschenderweise. Das ist ein Leon Goretzka, der irgendwie als Junger da absolut hervorsticht. Das ist auf einer anderen Position sicherlich auch ein Benedikt Höwedes oder Ralf Fährmann. Aber es gibt zu wenig Spieler wie Fafan, wie Raoul, wie Huntelaar in seinen Großzeiten auf Schalke, die diese Spiele entschieden haben. Und das ist aus meiner Sicht ein absolutes Problem. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann sehe ich nicht, dass das Problem behoben wird. Ganz im Gegenteil, Schalke muss aufpassen, dass sie nicht noch die Spieler, die den ganzen Karren noch ziehen, auch noch verlieren. Ja, ja, genau so ist es. So denke ich das auch. Auch die Spieler, die du jetzt aufgezählt hast, die man als Identifikationsfiguren anführen könnte, sind genau die, die du genannt hast. Die Frage aus dem Film, ob früher alles besser war, man darf ja nicht vergessen, damals vor 20 Jahren, eure Saison, Bundesliga-Saison, die ihr da gespielt habt, die war auch nicht rosig, die war ähnlich schlecht wie die jetzt. Ihr habt natürlich die Saison auch retten können durch diesen Europapokal, wodurch ihr auch heute noch große Legenden seid auf Schalke, wenn man das gesehen hat am Samstag. Aber die heutige Mannschaft hätte ja auch in der Europa League weiterkommen können. Also die Möglichkeiten müssen sogar, die war gegen Ajax Amsterdam in der Verlängerung, sich das aus der Hand nehmen zu lassen. Sie haben es da vergeigt, einfach im Hinspiel in Amsterdam. Die haben nicht eine einzige nennenswerte Torchance gehabt. Das war sicherlich viel zu wenig. Aber genau das ist der Punkt, da muss man einfach fragen. Und da möchte ich gar nicht mal so sehr auf diese Mentalitätsfrage eingehen. Natürlich ist man schnell bei dieser Mentalitätsfrage und sagt, haben die Spieler auf Schalke die Mentalität? Ich finde, man muss gucken, wie funktioniert es denn spielerisch? Denn spielerisch haben die nicht diese Linie gehabt, die man sich hätte wünschen können. Diese Konstanz, die hat einfach total gefehlt. In Amsterdam total enttäuscht, im Rückspiel dann plötzlich in die Verlängerung, dann auch noch das 3-0. Ja, und dann aber wieder die Linie so ein bisschen verloren mit ein bisschen Pech, gehört dann auch dazu natürlich. Aber die hätten diesen Cup natürlich gerne gewonnen, zumindest wären sie gerne ins Finale gekommen, unbedingt. Auch um diese Saison zu retten und es hätte dem einen oder anderen auch ganz gut getan, über den jetzt noch diskutiert werden wird, ganz sicher. Ja, die Mannschaft hat ja die Qualität gezeigt, ja, in vielen Spielen, vor allem zu Hause natürlich. Ne? Wir haben natürlich auch eine eklatante Auswärtsschwäche in diesem Jahr und halt diese Konstanz, die geht total ab dieses Jahr. Und ja, da muss man halt nach Gründen suchen. Aber das kann man, wie gesagt, nur, wenn man echt tagtäglich bei der Truppe ist. Also die Saison fing einfach schlecht an mit diesen 5 Niederlagen, das muss man sagen. Aber inzwischen ist es auch einfach ein alter Hut. Weil die hatten genug Gelegenheiten, diesen Start da ein bisschen zu kompensieren. Haben sie alle nicht genutzt. Muss man gucken, warum haben sie das nicht geschafft. Nämlich einmal wegen dieser eklatanten Auswärtsschwäche. Ich glaube, 9 Auswärtsniederlagen. Naja, Verletzungspech darf man auch nicht vergessen von entscheidenden Spielern. Genau, das kommt dazu, Verletzungspech. Dann haben sie natürlich in der Hinrunde auch keinen gehabt, wie Guido Burgstaller, der jetzt in der Rückrunde 9 Bundesliga-Tore geschossen hat. Der fehlte in der Hinrunde. Da war Nabi Bentaleb als Mittelfeldspieler, der sich da ein bisschen hervorgetan hat. Dann noch ein anderer Grund, der dazukommt, finde ich. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen, ein bisschen in die Zukunft gucken, weil also das, was war, haben wir ja hinreichend ja schon besprochen. Die Gründe, die da offen liegen. Aber wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, Christian Heidel wurde geholt als neuer Sportvorstand, Markus Weinzierl als neuer Trainer. Es ist ja erstaunlicherweise in der Saison relativ ruhig auf Schalke, ungewöhnlich für Schalker Verhältnisse. Und man hat ja vor der Saison gedacht, jetzt starten sie richtig durch. Europa ist das erklärte Ziel. Was muss sich denn ändern jetzt? Ja, sie werden die große Herausforderung haben, den Kader erstmal zusammenzuhalten. Da reden wir noch gar nicht davon, dass sie eben auf den zentralen Positionen deutlich mehr Qualität benötigen. Und sie drohen Goretzka zu verlieren, sie drohen Kolasinac zu verlieren. Und das sind ja im Grunde wieder 2 sehr, sehr junge Spieler. Einer aus der eigenen Jugend, die nächste Identifikationsfiguren, die weggehen. Sie haben Matip verloren, sie haben Sané verloren, sie haben Draxler verloren. Eigentlich war es vor einigen Jahren ja eine gute Ausgangssituation mit den Raouls, Huntelaars, Fafans plus den Spielern, die Norbert Elgert da jedes Jahr mit hochschießt, eigentlich eine überragende Konstellation. Und das drohen sie zu verlieren. Und dann ist es fast, auch wenn es vielleicht ein bisschen böse klingt, fast ein beliebiger Kader, der bei weitem nicht mehr den Ansprüchen genügt, die Schalke 04 eigentlich hat.
der aber teuer ist, muss man auch sagen. Also sie haben für Embolo 22,5 Millionen Euro ausgegeben, absoluter Rekordtransfer. Ist dann verletzt gewesen nach dem Spiel gegen Augsburg. Nabil Bentaleb 19 Millionen, Stambouli 8,5, glaube ich. Also das sind schon Konoplyanka 12,5. Das sind schon einige Summen, die da ausgegeben worden sind. Da muss man, wenn man dann vielleicht zu dem Schluss kommt, man muss über die Arbeit des Trainers diskutieren, auch mal hinterfragen, sind die Transfers alle so gut gewesen? Das mal näher beleuchten. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das gegenseitig auseinanderpflücken werden, wie die Saison so gelaufen ist. Weil das Ziel kann nur eins sein, dass sie nächstes Jahr, in der nächsten Saison, sich wieder für Europa qualifizieren. Und nichts anderes geht. Und, Stefan schüttelt schon mit dem Kopf. Ob sie es schaffen oder nicht, ist mal wieder eine andere Frage. Die müssen sicherlich vielleicht das eine oder andere verändern. Aber das wird das erklärte Ziel sein. Und da kann auch keiner drum herum reden, dass man sagt, ja, wir müssen mal gucken. Einstelliger Tabellenplatz auf gar keinen Fall. Die müssen wieder in den Europapokal. Klaus Fischer sagte, in den nächsten 10 Jahren wird Schalke nicht Meister. Warum haben Sie jetzt mit dem Kopf geschüttelt? Ich finde, Schalke ist so weit davon entfernt, auch nur annähernd das, was die Jungs mal geleistet haben. Diese Mannschaft, da sind ein paar Spieler dabei, die wissen, was es heißt, für Schalke 04 zu spielen. Was es heißt, in dieser Region zu leben, in dieser Region zu arbeiten. Und dementsprechend, für mich ist diese Mannschaft komplett falsch zusammengestellt. Ich muss Leute haben, die, nochmal, die wissen, was es heißt, auf Schalke zu spielen. Ich hatte die große Ehre, gegen Martin und die Eurofighter zu spielen. Das waren immer Spiele, die haben extrem wehgetan. Das waren nicht, Martin mal weg, das waren nicht die besten Fußballer. Aber die haben alle Herz gehabt. Ja, oder? Dankeschön. Nein, also nochmal. Von der Qualität her waren da mit Sicherheit eine Mannschaft wie Bayern München, waren mit Sicherheit weiter. Nur was diese Jungs ausgezeichnet hatten, sie hatten alle Herz. Und sie haben es mit Sicherheit alle gehasst zu verlieren. Und das ist das, was vielen heutzutage bei Schalke abgeht einfach. Die sind mit dem vielleicht zufrieden. Die wohnen irgendwo in Düsseldorf oder bisschen was weiß ich wo. Und es fehlt einfach diese Identifikation zu Schalke 04. Und dann ist es natürlich auch schwierig für die Fans von Schalke 04, sich mit dem Rest zu identifizieren. Denn das, was da teilweise auch von Seiten der Fans kommt, was normal ist heutzutage, das gab das zu unseren Zeiten nicht. Da standen die Jungs komplett hinter der Mannschaft, weil sie ganz genau wussten, die haben alles in die Waagschale geworfen. Und das ist einfach, du hast ein neues Stadion und mit diesem Stadion, oder neu, mit diesem Stadion, hat man so ein bisschen den Weg verlassen. Hat gesagt, oh, jetzt haben wir so einen Tempel und Theater und all sowas. Dementsprechend müssen wir jetzt Spieler kaufen, die kommen woanders her, so ein Bentaleb und ein Konobianka und wie sie alle heißen. Aber frag die doch mal, was bedeutet Schalke 04 wirklich? Bedeutet das, die fahren einmal unter Tage und sind ein bisschen dreckig im Gesicht? Damit haben sie da aber nicht verstanden, was es heißt, für diesen Verein zu spielen. Vielleicht müssen sie es auch erst lernen, weil ich glaube... Ja, aber ich glaube, dass Christian Heidel und auch Markus Weinzierl, wir leben das schon vor. Ja, also wir haben schon das Ziel, das den Spielern einzutrichtern auch. Ne? Aber ich, in diesem Punkt sage ich dann auch immer, als Spieler habe ich doch auch ein Ziel. Ich muss mich doch mit meinem Verein, mit dem Umfeld, muss mich doch befassen. Ja. Und da sind wir wieder bei der Mentalität. Wenn man nicht relativ blöd ist, dann weiß man sofort, worauf es auf Schalke ankommt, ja, wenn ich da ankomme. So, da sind wir aber wieder bei der Mentalität und bei dem Charakter jedes einzelnen Spielers. So, haben die Jungs heutzutage die Mentalität und den Charakter, wie ihr den früher hattet? Wissen die, was es heißt? Lernen die das? Wollen die das lernen? Oder sind die, naja gut, hier gibt es ganz gut Geld, hier spielen wir, im Winter ist die Halle zu, hier oben, da ist nicht ganz so kalt, super. Also ich glaube schon, dass Spieler wie Ralf Fährmann, wie Benedikt Höwedes, wie jetzt auch Guido Burgstaller innerhalb von den paar Monaten, dass die, oder Leon Goretzka, Kolasinac, ich glaube schon, dass die wissen, was es bedeutet, auf Schalke zu spielen. Ja, aber die, für die du viel Geld ausgegeben hast. Aber das Problem ist ja, Christoph hat es ja eben auch erwähnt, Leon Goretzka, wird sehr schwierig, glaube ich, ihn zu halten. Sehr Kolasinac, Arsenal wird immer wieder genannt. Max Meyer wäre ja auch so ein Typ. Mhm. Auch der ist bei einigen Top-Clubs auf dem Zettel. Da wird dann immer viel Geld fließen. Sind die überhaupt zu halten? Und dann eben auch Identifikation zu halten, Herz zu halten, Schalke zu halten. Also ich glaube, für die Jungs geht es natürlich auch darum, möglichst in der Champions League zu spielen oder international. Aber ich sag mal, Arsenal ist ja auch noch fraglich, ob und wo sie international in der nächsten Saison spielen. Ich glaube, für solche Jungs geht es auch darum, wie sieht der Kader aus? Also wen holt man so links und rechts neben mir? Da holt man Raoul, dann war Huntelaar der Nächste, der gesagt hat, dann komme ich auch. Mhm. So, das hat ja immer auch einen Dominoeffekt in einem solchen Kader. Und jetzt hat man Spieler teuer verkauft und eigentlich nicht adäquat ersetzt und ein Zeichen auch an die anderen Spieler gesandt, zu sagen, wir bauen hier wieder wirklich was auf. Und natürlich ist Schalke zerrissen zwischen der Tradition und der Region, Arbeiter. Aber natürlich wollen sie auch Champions League spielen. Sie wollen auch irgendwie am Champagnerglas nippen.
Und den Spagat schaffe ich nur, indem ich Spieler habe auf Positionen, die Wertarbeit abliefern, aber auch Spieler, die eben Spiele entscheiden, die für den Glanz sorgen. Und wenn Schalke eine solche Mischung hatte, waren sie auch immer erfolgreich. Mhm. Klares Statement. Tony? Den Punkt, den ich eben noch anführen wollte. Ich habe den Eindruck, dass die auf Schalke generell in dieser Saison eher in so einem Zufriedenheitsmodus gewesen sind. Also die haben dann mal ein gutes Spiel gemacht, haben sich daran hochgezogen. Das nächste war dann wieder schlecht. Die haben aber nicht so richtig Tacheles geredet, muss man sagen, sondern dann kam immer irgendwie, ja, unsere Laufwerte waren doch gar nicht so schlecht, der Gegner hat das gut gemacht. Das kann man vielleicht ein-, zweimal machen, aber das kam relativ häufig vor, sowohl von den Verantwortlichen als auch dann von den Spielern selbst. Also, und das ist vielleicht auch so ein Knackpunkt, der dazu geführt hat, dass die Saison so jetzt zu Ende geht, wie sie zu Ende geht. Ja, naja, das ist ja heutzutage, gibt es ja diese ganzen tollen Statistiken und Laufwege und Werte und wie oft du gelaufen bist. Du kannst ja 14 Kilometer im Spiel laufen, wenn du 10 davon falsch gelaufen bist, das ist vollkommen uninteressant. Genau, ja, genau so ist es ja. Ja, also. Genau. Und dann kannst du dich... Dann kannst du auch zur Leichtathletik gehen, da kommt ja irgendwie noch der Ball dazu, dann kommen noch deine Mitspieler, dann kommt noch der Gegner, der genau den Ball so auch haben will. Ja, ja. So. Aber da kannst du dich natürlich nach einem 1-2 in Darmstadt nicht danach hinstellen und sagen, ja gut, wir haben aber genug Chancen eigentlich gehabt. Und das klingt immer so ein bisschen nach Ausrede oder so, ja, wir waren doch eigentlich gar nicht so schlecht. Genau so, wie du es sagst, muss es eigentlich sein. Da muss man sagen, nee, wir sind zwar viel gelaufen, aber vielleicht auch falsch. Und das muss vielleicht dann auch noch ein bisschen der Trainer noch stärker erkennen, um das dann auch noch schneller abzustellen. Weil er hat das in der ganzen Saison nicht geschafft abzustellen, sonst wäre die Konstanz da gewesen. Wir haben mal nach Markus Weinziel gefragt. Wir haben einen Kicker-Trend und 60.000 haben mit abgestimmt. Die Frage war, hat Markus Weinziel eine weitere Chance als Schalke-Trainer verdient? Und das ist das Ergebnis. Knappe Mehrheit aller, die mitgemacht haben, sagen, ja, Markus Weinziel hat eine weitere Chance verdient. Er wird auch am Erfolg gemessen. So ist nun mal das heutige Fußballgeschäft, Christoph. Markus Weinziel, wir haben über Champions-League-Ambitionen gesprochen. Er war in Augsburg ein Held, Trainer des Jahres, hat Augsburg in der Klasse gehalten, nach Europa geführt. Ist Markus Weinziel vielleicht schon auf Schalke gescheitert? Also ich finde es auf Schalke schon auch wichtig, dass man klare Ziele formuliert. Also das Budget, was man so vor sich herschiebt, das hat eben mit dem 8. oder 9. Tabellenplatz nichts zu tun. Und das, finde ich, ist auch im Sport nötig, dass man formuliert, wo man hin möchte und daran auch gemessen wird. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite muss Schalke so ein bisschen aufpassen, nicht jetzt jedes Jahr den nächsten Umbruch auszurufen. Letztendlich geht es auch im Fußball immer um Personalentscheidungen. Und auch wenn die Schalker das nicht gerne hören, man muss schon nach Dortmund gucken. Das sind Vereine mit ähnlichen Voraussetzungen. Die haben einfach in den letzten 10 Jahren überragende Personalentscheidungen bei Trainern auch getroffen und haben sich dadurch einfach das erarbeitet, wovon sie aktuell zehren. Und Schalke ist auf der Suche nach der richtigen Lösung, um das Potenzial dieser Mannschaft und das Potenzial dieses Vereins wirklich mal zu heben. Aber Martin, ein Vertrauensbeweis, unser Kicker-Trend bei dieser knappen Mehrheit von 56% ist es ja nicht für Markus Weinziel. So ein klares Bekenntnis. Vielleicht war es Dortmund-Fan. Ja. Na, also ich glaube, der Erfolg dieses Jahr war schon eine gewisse Kontinuität auch und auch Ruhe in den Verein reinzubekommen. Aber wie kommt der an auf Schalke? Sie sind da nah dran, Markus Weinziel bei den Fans. Was hat er da für eine Lobby? Ja, der kommt schon gut an. Ja. Also, ist ja auch noch jung, ehrgeizig, arbeitet auch akribisch an der Mannschaft. Und der sagt ja keinem, spielt mal jetzt Schlafwagenfußball. Das macht er ja auch nicht. Ne? Mhm. Aber ich finde, Kontinuität ist ganz wichtig. Und wie ich gerade schon sagte, man muss jetzt natürlich analysieren, woran hat es gelegen. Bei uns steht Mentalität natürlich schon. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade vor unseren Fans. Das wird eingefordert. Und jetzt muss man einfach auch die richtigen Personalentscheidungen treffen im Sommer. Der Kader muss nicht mehr so groß sein. Wir sind international nicht dabei. Und vielleicht ist es auch wieder eine Chance, auch da wieder eine neue Mannschaft aufzubauen. Ich frag mal anders. Markus Weinziel kommt vom FC Augsburg, Christian Heidel kommt vom FSV Mainz 05. Bei allem Respekt, das sind aber kleinere Vereine, allein schon auch vom Budget her, Stadiongröße. Sie haben ganz andere Ambitionen, mit denen sie in eine Saison reingehen. Ist Schalke einfach auch schwerer? Schalke ist bestimmt schwerer. Ich meine, von dem ganzen Umfeld, von den ganzen Ansprüchen. Das ist nicht vergleichbar mit Augsburg und auch nicht mit Mainz. Was ich noch zu den Zahlen sagen wollte, ist, dass da schon eine gewisse Tendenz zu erkennen ist in diesen Zahlen. Denn wir haben vor ein paar Wochen im Kicker mal die Frage gestellt, wer ist denn schuld an dieser Misere, die sie damals dann im Verlauf der Rückrunde gewesen ist, wer denn da die Schuld dran trägt. Und da war eigentlich relativ klar, dass bei Markus Weinziel hier eine relativ geringe Prozentzahl steht. Das hat sich jetzt gedreht. Diese 44 hatte ich schon für viel. Das ist eine Tendenz, würde ich schon sagen.
Auch in offenbar in der Wahrnehmung der Fans und im Umfeld. Das liegt einfach daran, dass sie diese Erfolge, dass sie diese Ziele nicht erreicht haben und jetzt deine Pflicht ist, unbedingt vom ersten Tag an der Sommervorbereitung ein ganz anderes Gesicht zu präsentieren, auch der Mannschaft. Also als Jürgen Klopp von Mainz zu Dortmund kam, haben auch viele gesagt, ist Borussia Dortmund nicht eine Nummer zu groß für ihn. Also irgendwann kommt jeder Spieler als 18-Jähriger oder von einem kleinen Verein und nimmt sich eine große Aufgabe vor und schafft es, weil er einfach die Persönlichkeit hat und die Qualität hat, sich durchzusetzen. Wir werden das spätestens dann in der kommenden Saison weiter verfolgen. Wir wollen über den Nachbarn noch sprechen, über Borussia Dortmund. Da hat es ja durchaus ein paar Meinungsverschiedenheiten, so würde ich es mal formulieren, gegeben zwischen Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel. Und das vor dem letzten Spieltag jetzt noch. Es geht um die direkte Champions-League-Qualifikation. Und da ist ja auch noch so ein kleines Spiel in Berlin, nämlich das DFB-Pokal-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt. Riskiert Borussia Dortmund eine mögliche erfolgreiche Saison. Darüber sprechen wir gleich bei Kicker TV auf der Talk. Bis gleich. Da sind wir wieder bei Kicker TV, der Talk Endspurt an diesem Montag. Bayer Leverkusen in Persona des Geschäftsführers Michael Schade hat 15 Minuten nach Spielende, nach der Rettung von Bayer Leverkusen, bekannt gegeben, dass Taifun Korkut nicht Trainer bleibt nach Ablauf dieser Saison. Christoph, Sie haben ja durchaus mit Vermarktungsdingen zu tun und kennen ja auch schon seit langer Zeit dieses Geschäft. Wie kann das eigentlich passieren, dass man 15 Minuten nach Abpfiff einfach mal raushaut, Taifun Korkut wird den Verein verlassen? Schlechte Kommunikation, also zwischen allen Beteiligten. Und so sollte es eben nicht sein. Und wir haben ja noch ein paar andere Themen. Da geht es auch um Kommunikation. Da geht es vielleicht auch darum, dass so etwas auch strategisch und bewusst gesteuert ist. Das ist maximal unglücklich. Und trotz aller Professionalisierung im Fußball habe ich immer das Gefühl, dass wenn man so über Gremienarbeit, Vorstand, Aufsichtsrat spricht, dass da echt noch viel Luft nach oben ist. Also auch irgendwie scheint es da auch so ein Missverhältnis zu geben, dann in der Kommunikation zwischen Michael Schade, Rudi Völler. Ja, ich meine, man muss ja Dinge intern besprechen, dann gibt es eine Entscheidung und dann sagt man, wer verkündet sie wann und dann hat man sich daran zu halten. Aber wenn natürlich jeder ausbricht, um diese Dinge dann vielleicht auch als Erster zu verkünden, dann gibt es solche Probleme. Eine gute Kommunikation gab es im Übrigen heute vom SV Werder Bremen, wollen wir nicht vergessen. Alex Nuri hat verlängert seinen Vertrag bis 2019. War ja auch nicht so verkehrt, dieses erste Halbjahr 2017, das zweite Halbjahr der Saison der Bremer. Apropos Kommunikation, Christoph, wen meinen Sie eigentlich eben damit? Ja, ich sag mal, bei Borussia Dortmund, das, was so in den letzten Monaten schwelt, was für Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Ich sag mal, wir drei haben in Fußballmannschaften gespielt, auch in erfolgreichen Jahren war ja bei Weitem nicht alles so super, wie das dann am Ende unterm Strich als Ergebnis rauskam. Da gab es unheimlich viele Kontroversen, Diskussionen innerhalb einer Mannschaft. Momente, wo so eine Saison auch kippen kann. Aber in einer gut funktionierenden Struktur schafft man es, solche Dinge intern zu halten. Und ich sag mal, die Bayern, kann mir kein Mensch erzählen, dass Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge sich da nicht auch fetzen. Aber es bleibt intern oder aber es steht ein Personalwechsel kurz bevor. Und deswegen ist aus meiner Sicht das, was in Dortmund in den letzten Monaten passiert, ist auch gesteuert, mit Sicherheit. Mhm. Interview Hans-Joachim Watzke ist das Stichwort, das rausgekommen ist vor dem Spiel gegen Hoffenheim zu Hause. Ich glaube, jeder hat sich so gefragt, warum riskiert man wirklich eine Saison, weil man hat die direkte Champions-League-Qualifikation noch vor Augen und eben das DFB-Pokal-Endspiel gegen Eintracht Frankfurt und plötzlich ja, platzen solche Dinge hoch. Was haben wir da für eine Erklärung? Für mich als Außenstehender ist das nicht nachzuvollziehen, genau wie Christoph gesagt hat. Wenn ich wirklich noch solche Ziele habe, jetzt im Saisonendspurt, dann muss ich einfach so lange warten und mache das, nachdem ich das DFB-Pokalfinale gewonnen habe. Oder wie Christoph gesagt hat, es werden gewisse Dinge bewusst gesteuert, um schon vorzubauen, um irgendeine Entscheidung eventuell auch in naher Zukunft zu treffen, selbst wenn du das DFB-Pokalfinale gewinnen solltest gegen Frankfurt. Also nur wie gesagt, für mich ist dieser Zeitpunkt, man kann ja immer unterschiedlicher Meinung sein. Entweder bleibt es intern und wenn ich das raushau, dann mache ich es nach der Saison.
wir haben noch 14 Tage, dann ist die Saison zu Ende. So lange kann ich dann auch noch warten, bevor ich jetzt noch irgendetwas gefährde. Ich kann auch einen Titel holen. Also ich kann mich noch für die Champions League qualifizieren für nächstes Jahr. Da gibt es wieder fette Geldeinnahmen, direkt qualifizieren. Und ich kann noch deutscher Pokalsieger werden. Also da ist das dann schon der Zeitpunkt. Für mich ist nicht nachzuvollziehen. Also scheint so zu sein, als hätte Thomas Tuchel jetzt 2 Spiele noch als Trainer von Borussia Dortmund. Oder glauben Sie, da ist noch was zu kitten? Also ich glaube, wenn es jetzt keinen großen öffentlichen Versöhnungsgipfel gibt, ich habe im Interview mal gesagt, aktuell glaube ich keine der öffentlichen Aussagen, also von keiner der beiden Seiten, weil natürlich jetzt alle versuchen zurückzurudern, sich zu entschuldigen, ist alles nicht so schlimm, um sich jetzt noch irgendwie möglichst gut vorzubereiten auf die letzten beiden Spiele und danach wird es ja dann eine Entscheidung geben. Aber gibt es keinen öffentlichen Friedensgipfel, dann läuft es derzeit darauf hinaus, dass man sich trennt oder das letzte Vertragsjahr auslaufen lässt. Und die Frage ist ja dann auch, wie faul wäre so ein öffentlicher Friedensgipfel, weil man hat ja schon gemerkt, dass da die Chemie nicht unbedingt stimmt, wenn ich mich an die Zeiten unter Jürgen Klopp erinnere, Michael Zorc, Watzke und Klopp. Das war ja so ein geschlossenes Trio, hat man immer das Gefühl gehabt über Jahre. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass der Thomas Tuchel da die entscheidende Kraft ist. Aber das war schon eine andere Zeit, die haben das anders geregelt als jetzt. Aber man hat schon deutlich den Eindruck, dass da... Es hat immer ein bisschen, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass man dann immer Jürgen Klopp als Vergleich herzieht. Ich glaube, das ist eine einmalige Geschichte, dass das so funktioniert. Aber der Vergleich kommt immer wieder. Ich finde das ein bisschen unfair insgesamt. Warum muss das eine einmalige Geschichte sein, wenn die drei, die am meisten zu sagen haben, ein gutes Verhältnis zueinander haben und das nach außen auch darstellen? Das ist ja, aber nochmal, Jürgen Klopp und Thomas Tuchel sind komplett unterschiedliche Menschen von ihrer Art her. So, und wenn ich als Verantwortlicher von Borussia Dortmund weiß, dass ich relativ große Fußstapfen füllen muss und ich mir Thomas Tuchel hole, der mit Sicherheit ein toller Trainer ist, der eine gute Zukunft hat, dann weiß ich, okay, vielleicht ist das nicht unbedingt einer, mit dem ich jetzt jeden Abend ein Bier trinken. Aber er wird dafür sorgen, dass meine Mannschaft, sprich Borussia Dortmund, international ist und Titel mitspielt, jeden Spieler besser macht. So, und darauf muss es mir auch ankommen, als Verantwortlicher des Vereins. Nicht, ob ich jetzt mit ihm ein Bier trinken gehe oder einen Kaffee trinken gehe, sondern ich muss mich über das Fachliche unterhalten, austauschen. Und da muss ich auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Letztendlich trifft er die Entscheidung, was das Sportliche ist. So, und wenn die falsch ist, die Entscheidung, dann kann ich ihn kritisieren. Aber nochmal, das sind so Sachen, da steckt man dann wahrscheinlich nicht so drin beim BVB. Und nur diese ganze Diskussion ist sehr, sehr schade, finde ich. Also die Mechanismen im Fußballverein sind ja immer dieselben. Wenn von außen jemand kommt und greift das an und es ist ein funktionierendes Gebilde, dann wird aus allen Rohren zurückgeschossen. Also wenn wir quasi jetzt Thomas Tuchel kritisieren, dann würden Zorc und Watzke aus allen Rohren feuern, um ihn zu verteidigen. Und seit Monaten hat man das Gefühl, dass sie diese Dinge einfach laufen lassen. Das sind so, wir reden ja über Zwischentöne. Wir selber wissen nicht, was hinter den Kulissen wirklich passiert. Aber es sind Zwischentöne, die darauf schließen, dass das Verhältnis nicht so ist wie in einer intakten Beziehung. Auch schwierig dann einfach auch zu beurteilen, wer jetzt den größeren Fehler gemacht hat oder mehr Fehler gemacht hat, schwierig zu beurteilen, finde ich. Ja, ich glaube, man muss auch das eine, ich sag mal, das Sportliche so ein bisschen offensichtlich vom Menschlichen oder von der Führungspersönlichkeit trennen. Ich finde, sportlich hat Thomas Tuchel herausragende Arbeit geleistet in Dortmund. Nicht nur der Umbruch im Sommer, sondern davor auch das Jahr, ich sag mal, mit größeren Ballbesitzzeiten umzugehen, Lösungen zu finden. Ich schaue Borussia Dortmund sehr, sehr gerne zu. Aber offensichtlich muss es, was das Thema Führung angeht, was die interne Kommunikation angeht, muss es Dinge geben, die nicht so funktionieren. Denn ansonsten sportlich gibt es aus meiner Sicht kaum Dinge, wo er angreifbar wäre. Das stimmt. Also wenn man das vergleicht, auch mit Schalke, ich habe auch ein paar Spiele gesehen in Dortmund, kein Vergleich. Also da schaut man wirklich gerne zu bei den Dortmundern. Da ist schneller Fußball, da geht es um Kombinationen, das kriegen die gut hin. Dembélé, Pulisic, wie die alle heißen, die machen gut integriert, junge Jungs, gut integriert, ganz anders als auf Schalke. Schalke hätte wahrscheinlich gerne die Probleme, die Dortmunder im Moment da haben. Aber Schalke bleibt wenigstens als intern inzwischen. Das ist ja schon ein Riesenerfolg für uns. Das ist schon ein Erfolg, stimmt. Hängt mit mehreren Personen vielleicht zusammen, kann sein, ja. Aber ein Trainer muss ja auch kein Kumpel unbedingt immer sein, oder? Nein. Unzufriedene Spieler gibt's ja immer. Du musst nur die richtigen Fragen, dann kriegst du auch die Antworten. Also ja. Unzufriedene Spieler in einem 25er-Kader ist im Zweifel die Hälfte. Ja. Ja. Könnte sein. Es bleibt spannend beim BVB. Nicht nur, ob sie die direkte Champions League erreichen, sondern eben auch, was passiert mit Watzke und allen voran mit dem Trainer dann in der kommenden Saison, Thomas Tuchel. Wir wollen mal zusammenfassen, Relegation, da sind wir mit angefangen, damit schließen wir auch die Sendung. Wer muss in die Relegation? Ich glaube, der HSV gewinnt und Wolfsburg geht in die Relegation. Martin?
Ich habe das Gefühl, HSV ist prädestiniert für die Relegation. Mal wieder. Gut, Augsburg dürfen Sie nicht sagen, weil der Sohn, der wird ja die Klasse halten, logischerweise. Stefan? Dann muss ich FC Augsburg sagen, weil ich bei beiden anderen Vereinen gespielt habe. Okay. Toni? Ganz schwer. Ich glaube, HSV geht in die Relegation. Und dann geht es aller Voraussicht nach gegen Eintracht Braunschweig. Wolfsburg, Braunschweig hätte was, HSV, Braunschweig. Es sind, glaube ich, ganz interessante Relegationsspiele, die da auf uns warten. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Seid ihr schon wieder rum? Stunde, so schnell geht's. Vielen Dank Ihnen hier für den Besuch im Studio. Dankeschön. Danke Ihnen zu Hause. Machen Sie sich noch eine schöne Woche. Nicht vergessen, nächsten Sonntag Eurofighter mit Martin Max, 18.15 Uhr bei Eurosport. Und wir kommen auch noch mal wieder mit Kicker TV, der Talk, am kommenden Montag, 18.15 Uhr. Dann letzte Sendung vor der Sommerpause. Unter anderem, da freue ich mich sehr drauf, Fritz von Thurn und Taxis. Machen Sie es gut, schönen Abend, tschüss.